Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Abenteuer auf meinem Kanal. Abenteuer deswegen, ich stehe mit Frau Harzratte hier gerade vor einem riesigen Betonkomplex und ich bin mal gespannt, was es hier gibt. Wir sind noch nicht drin gewesen, es ist quasi die Premiere. Viel Spaß mit dem Video. Also Leute, Betonkomplex sagte ich, hier ist er. Da hinten ist irgendeine Treppe und das muss hier schon wahnsinnig lange vor sich hin vermodern. Oder verwelken, ach was weiß ich. Auf jeden Fall, da geht's rein und hier geht's gleich los mit richtig fetten Türen. Guckt euch das Ding an. Mit so einem Hebel, ich weiß nicht, das hat schon ein bisschen was von Bunker oder sowas. So, da geht's jetzt hinein. Gekommen sind wir übrigens tatsächlich durch diese Wildnis. Und wir haben dieses Objekt quasi nur aus dem Unterholz, wenn man so möchte, rausblitzen sehen. Dunkel. Aha. Das scheint irgendwie so ein Elektroraum zu sein. Und hier auch gleich mit so einer fetten Tür, wo ich mich natürlich, wahrscheinlich wie ihr genau auch, jetzt die Frage ist, weswegen ist das zugemauert? Nachträglich. Dann schauen wir uns mal die Technik an. Das muss wirklich der Hauptstromanschluss gewesen sein oder irgendwas Fettes zumindest. Guckt euch mal hier die Kabel an, die Querschnitte davon und diesen Hauptschalter. Wobei ich mich persönlich jetzt frage, 1 und 0 ist klar, aber was ist Stellung 2? Hier ist dann gleich die nächste Tür. Okay, das war mehr als nur ein Stromanschluss. Das sieht mir ja fast aus, als wenn hier irgendwie so Generatoren oder sowas gestanden haben könnten. Oder es war zumindest irgendwas für die Lüftung. Irgendwas ganz Großes, was hier mal stand. Gut, da wir hier nicht weiterkommen, nehmen wir gleich erstmal die nächste Tür. Und ich bin jetzt schon wieder verwundert über diesen Delfin oder was das sein soll. Oh, gruseliger Gang. Und mit so Bemalungen, die nun wirklich gar nicht dazu passen. Der Boden ist voll von diesen Deckenplatten. Von so kleinem, weiß ich nicht, Lochblech oder sowas. Hier können wir einen Blick werfen auf die andere Seite der Tür, die eben gerade zugemauert war. Hä? Was ist denn das da hinten? Da an der Wand? Seid ihr jetzt auch so überrascht wie ich? Also wir haben dort hinten, hinter dieser Tür, gerade irgendeinen fetten Lüftungs- oder Generatorraum gesehen. Und hier haben wir irgendwelche Kinderbemalung. Und am Ende dieses langen Raums übrigens so etwas, was aussieht wie so ein Kiosk oder Essensausgabe. Also nur mal so nebenbei, ne? Wir haben da vorne irgendwas, was definitiv aussieht wie Kindergarten oder Grundschule oder irgendwas. Dazu passt aber diese Bemalung nicht. Und das hier, das ist definitiv nichts für eine Grundschule. Vor allen Dingen in Verbindung mit diesem Hopfenkaltgetränk und der Werbung für das da. Also ihr werdet vielleicht verstehen, weswegen ich das nicht aussprechen kann, weil YouTube Anmerkungen auf diese Produkte nicht gut findet und das Video irgendwie anders einstuft. So, und ich laufe jetzt hier den Gang runter. Hier sind überall leere Räume. Oh. Was ist das? Leute, das ist der absolute Gruselkeller. Also, von hier sind wir gekommen, dann geht es in diese Richtung. Da hinten scheint auch noch eine Tür offen zu sein. Und diese Richtung. Was ist das bitte schön für ein Feeling? Guck mal, wie weit das geht und wie das hier alles runterhängt. Da der Keller wirklich groß scheint und hier, wie es
scheint der Eingang, beziehungsweise vor allen Dingen der Ausgang ist, sollten wir uns B002 auf jeden Fall merken. Normalerweise würde man auch irgendwie mit irgendwelchen Markierungen arbeiten, damit man sich wirklich nicht verläuft. Werfen wir mal einen Blick in die Räume. Die sind hier auch größtenteils leer. Umformstation A006. Oh, es sind nicht alle Räume leer. Ganz offensichtlich. Also was immer mit Umformstation gemeint ist, es sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Rohre hier drin. Größtenteils noch montiert und teilweise fehlt hier irgendwas. Quasi wie ausgebaut. Also wenn das hier irgendwie mit Notstrom noch verbunden ist, dann muss das irgendwas Wichtiges gewesen sein. Hier ist irgendwie auch noch ein Schaltschrank. Aber das war nicht für EDV, das ist eher so für Telefonverdrahtung, wenn ich das da hinten richtig interpretiere. Hier durch diese Scheibe kann man ein wenig Technik sehen. Das wird wahrscheinlich einfach allgemeine Stromversorgung und irgendwas ein bisschen zum Regeln gewesen sein. Notstrom sehe ich da. Also, ich bin jetzt wieder weitere 3 Minuten gelaufen. Nächster Raum mit Inhalt und einer bösen Stolperfalle. Was ist es? Das sieht aus wie Stromverteilung. Gegenüber auf der anderen Seite wird es wieder skurril. Hier haben wir nämlich einen Raum mit Fliesen, wie man ja, ganz offensichtlich sehen kann. Das hat irgendwie sowas wie Küche. Jetzt haben wir hier Entlüftung D, Heizkreis 1. Das wird ja noch halbwegs Sinn machen. Aber das, was mich jetzt vollkommen verwirrt, ist das hier. Wir sind ja im Keller. Das ist ein Kellerfenster und hier liegt so viel Zeug drauf. Wo kommt das her? Um das herauszufinden, gibt es im Prinzip nur eine Möglichkeit, nämlich den Weg nach oben. Hier sehe ich schon mal einen Fahrstuhl. Das ist schon mal ein guter Hinweis dafür. Aber vorher kann ich euch noch weitere Gänge zeigen. Hier geht es auch noch lang. Hier sind so viele Räume, Leute. D. Wir sind mittlerweile bei D. Wir waren bei B. Es ist auch noch unterteilt in irgendwelche Trakte. Okay, hier ist die Treppe. Wir haben die Treppe endlich gefunden. Und was ich euch zeigen kann. Ich sagte eben gerade Gang. Hier ist noch einer. Noch ein Gang. Akkumulatorenraum. Das Betreten und so weiter ist verboten und sowas. Das sieht dann so aus. Ja klar, ist nichts mehr drin. Aber Batterien? So viel Platz ist ja hier gar nicht. Also wir messen an der Größe des Gebäudes. Das wird wahrscheinlich nur irgendwie kurzzeitig zur Überbrückung sein. Nächster Raum. Hier haben wir wieder eine Verschaltung. Ja, wahrscheinlich dann für die Batterien irgendwie. TLN US 1 bis 20 Pull. Dann jede Menge Möglichkeiten, irgendwas zu verdrahten. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil. Der Rest ist, das meiste ist ja schon raus. Hier unten kann man auch irgendwelche Überreste sehen von Kondensatoren oder irgendwas. Und hier gibt es noch irgend so ein Schaltpult. Einen riesigen Lautsprecher, wahrscheinlich um irgendwie Warntöne auszustoßen oder sowas. Nächste Tür, mit Treppe diesmal. Boah. Das haben wir von der anderen Seite, glaube ich, gesehen. Das Ding. Genau. Das war, glaube ich, die zweite Tür. Guckt euch mal an, wie verrostet das Ganze ist. Ich würde sagen, raus aus dem Gruselkeller und die Treppe hoch. Wie war die Nummer nochmal, wo wir raus konnten? B002? Oder war es C? Ich glaube, es war B. Wir müssen ja irgendwie wieder rauskommen. Es ist hier so dunkel drin. Anscheinend sind die ganzen Fenster verrammelt. Boah. Hier oben ist es aber nicht minder gruselig. Was ist das denn bitte schön für eine Atmosphäre? Und was ist das? Hier an dieser Seite
Sieht aus wie ein Postfächer oder so etwas. Ich mach mal besser wieder Licht. Was ist das hier? Scheint so ein Büro oder irgendwas zu sein. Lässt sich schwer erkennen. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, was kommt da denn jetzt? Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Sonja plötzlich weg war? Also, dieser dunkle Gang und plötzlich war sie weg und... Ich meine, hier ist jetzt ein zweiter Ausgang, wie wir gesehen haben, aber wenn man es nicht weiß, wenn man vorher nicht geschaut hat oder so etwas und dann einfach reingeht und dann sich nur noch merken muss, wie man möglich wieder rauskommt, in drei Fragezeichen-Manier. Ich sag euch, ihr werdet vielleicht jetzt gerade lachen, aber wenn ihr hier seid, am besten noch irgendwie nicht am herrlichen Tag, sondern vielleicht in der Dunkelheit. Das wird eine ganz andere Nummer werden. Oh ja. So, jetzt haben wir geklärt, dass wir auch noch weiter rauskommen. Die Frage ist nur, wo sind wir jetzt hier gelandet? Schauen wir uns also noch mal etwas um. Hier liegt jede Menge Dämmwolle. Quasi die gesamte Decke ist hier runtergekommen. Hier ist so eine Glasfront und das hier war wohl mal irgendwie so etwas wie ein Büro oder eine Verwaltung. Denn, wie man sehen kann, ne, hier eine Durchreiche irgendwas, da vielleicht irgendwie was wie ein Telefon und dann natürlich diesen Technikschrank, den ich euch hier schon die ganze Zeit zeige. Da sehe ich auch noch etwas mit Feuerwehrbedienfeld. Also wird das rechte hier wohl eine Brandmeldezentrale möglicherweise gewesen sein. Also, wir haben ja den Keller gesehen, wie groß der ist. Ebenso ist es hier unten auch. Hallo? Leute? Kaum sind hier oben die Deckenplatten dran, haben wir gleich eine ganz andere Tonlage. Boah, wie. Das ist auch gruselig irgendwo, ja? Irgendwie, wenn man das plötzlich merkt, so die Umgebung verändert sich und so weiter. Und das hier? Was haben wir hier? Irgendwas mit einer Schiebetür. Hier drinnen muss es einmal gebrannt haben. Es ist wahnsinnig dunkel. Ich habe die Taschenlampe so hell, wie es nur geht. Das Ganze hier macht irgendwie den Eindruck eines Saals oder sowas. Hier liegt so ein Deckenleuchter und die Säule hier in der Mitte ist verziert. Irgendwas mit Steinchen oder sowas. Dann schauen wir doch mal hinter die Trennwand. Hier setzt sich das sofort. Ah, ich sehe schon Fliesen. Leute, ganz klar, das hier war irgendein Speisesaal oder irgendwas. Ja, irgendwelche Lampen hier, um das Ganze hell zu machen, klar. Und für viele, viele, viele Personen auf jeden Fall. Und wo Speisesaal ist, da ist Küche natürlich nicht weit. Und hier kann man auch nochmal sehen, wie viele Menschen hier essen konnten. Also eine ganze Straße, nur wahrscheinlich hier als Ausgabe der Speisen oder sowas. Hier das Ganze jetzt von der anderen Seite. Und auch hier an den Fliesen sieht man Ruß. Alles irgendwie geschwärzt. Nur was mir jetzt zum Thema Küche tatsächlich fehlt, ja, die Kochgelegenheiten. Wahrscheinlich ist es wirklich nur eine Essensausgabe gewesen. Und man hat einfach alles fertig hergebracht. Leute, wir haben ja von Brand gesprochen, ne? Wir haben von Brand gesprochen. Irgendwie ist da die Decke runtergekommen. Also, nächste Etage ist auf jeden Fall mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Oben angekommen, hier haben wir auf jeden Fall auch wieder Gänge. Und wie eben gerade gesehen, ja, auch Büros oder so etwas. Ja, scheint ein Büro zu sein. Leute, ich hatte ja schon schlechte Vorahnungen. Hatte ich gesagt, die Decke ist eingestürzt? Guckt euch das an. Hier ist eine ganze Etage eingestürzt. Eine komplette Etage. Das muss gebrannt haben und das muss irgendwie die Struktur vom Stahl irgendwie angegriffen haben oder so etwas. Hier geht es wirklich runter. Ich weiß nicht, wie weit. Nee, das war's. Das war's jetzt wirklich komplett. Das ganze Gebäude
Das ganze Gebäude ist hochgradig einsturzgefährdet. Schaut mal hier. Die gesamte Wand ist vollkommen voll mit Rissen. Und ich hatte euch ja eben gerade hinten das Loch gezeigt. Das heißt, hinter dieser Wand geht's runter. Also, es ist ja nicht so, dass wir uns nicht ein Gebäude vorher von außen angucken. Bei diesem war es jetzt tatsächlich so, wir konnten ja nur einen kleinen Teil sehen. Und das muss so ein Innenhof oder irgendwas gewesen sein. Irgendwas in der Richtung. Also, das Video endet hier. Ich hoffe, also für mich war es sehr spannend und gerade nervenkitzeltechnisch gerade zum Schluss mehr als ausreichend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und schreibt was jetzt in die Kommentare, wenn ihr wollt. Guckt bei den Harzratten vorbei. Over und out.